seiner Partnerin von Gunn-Margit Andreassen verfolgen. Stehend jetzt. Der Anschlag. Da wirft sie es hin und her. Aber doch ruhig, schau. Das macht sie natürlich gut. Einmal müsste ich schon noch warten, dass spannend wird. Wahnsinn! Den Gefallen tut sie uns zunächst nicht. Und? Ja! Also, es bleibt spannend jetzt. Ist jetzt zu erwarten, dass Ulaina Bjørndalen den Vorsprung doch ein bisschen vergrößern kann im Vergleich zu Frank Luck. Und dann wird wieder so eine kleine Vorentscheidung am Schießstand zwischen den beiden erfolgen. 5,1 Sekunden jetzt nur noch der Rückstand von der Kombination Glago-Luck. Bjørndalen angewachsen, wie nicht anders zu erwarten. Aber 10 Sekunden, das entspricht etwa einmal nachladen. All die Spannung ist gewahrt bei diesem World Team Challenge. Hier ist also noch ein Nachzögling. Slowenen sind das. Stand Janis Osbold oder Andrea Grasic, während sie sich schon wieder auf die Spur machen muss. Gleich ist sie wieder dran. Ich bin Margit Andreassen, wenn nämlich Ulaina Bjørndalen 5 Scheiben getroffen hat. Ja, er muss mindestens zweimal nachladen. Ja. 2 Nachlader. Die Chance jetzt für Frank Luck. Der hat das natürlich mitbekommen. Unbeeindruckt scheint Martina Grago. Na, er riskiert und der Nachlader für Ulaina Bjørndalen. 2 Scheiben verfehlt auch Frank Luck, also am zeitlichen Abstand zwischen den beiden. Unter der Voraussetzung, dass Frank Luck jetzt trifft, wird sich nichts ändern. Hat alles versucht, hat versucht schnell zu schießen. Ist diesmal nicht aufgegangen. Der Zweikampf an der Spitze bleibt uns erhalten. Jetzt gleich die jeweiligen Damen. Big City, um genauer zu sein, in Soldier Hollow zum Erfolg führen wird. Er natürlich einer der ganz großen Favoriten. Ulaina Bjørndalen. Frank Luck, dessen Vorbereitung auf den Höhepunkt der Saison in diesem Winter wesentlich besser sich gestaltete als im letzten Winter, als er ja krankheitsbedingt nicht unbedingt im Vollbild um die Position 4 zwischen Litgrete Poré und Albert Hannewald und Henkel und Groß könnte es noch einen Zweikampf geben. Und hier die beiden Erstplatzierten. Ulaina Bjørndalen gleich über der Ziellinie. Dahinter Frank Luck. Und der Zweitplatzierte. Der jetzt gleich über die Ziellinie kommen wird. Gratulation natürlich von Gunn-Margit Andreassen, auch von Martina Glago, die ihren Partner jetzt in jeder Sekunde erwarten kann. Gleich wird er um diese Kurve kommen. Da ist er, Frank Luck. Die Wunschpartnerschaft hat sich also gelohnt zwischen den beiden. Ja, und wir sehen auf den letzten Metern den großen Franzosen des Biathlonsports.